bei blauem Himmel und Sonne pur und die werden um die 30 Grad Marke, präsentiert sich das Wetter am Dienstag noch einmal ganz im Urlaubsmodus. Sonnenbühl, unser Tipp für die Sommerferien. Besuchen Sie die Bären- oder Nebelhöhle. Egal bei welchem Wetter, garantiert immer ein Erlebnis. Das RTF1-Wetter wird Ihnen präsentiert von Sonnenbühl. Kein Wölkchen am Himmel. Der Dienstag startet so, wie der ganze Tag dann bleibt, als Hochsommertag im Spätsommer. Bis zum Mittag erklimmt das Thermometer noch einmal die 30-Grad-Marke. Und selbst am Spätnachmittag bleibt es mit 29 Grad noch so warm wie im Süden. Wer jetzt aber gedacht hat, dass es temperaturtechnisch nicht noch besser gehen kann, wird am Mittwoch eines Besseren belehrt. Bei blauem Himmel klettern die Werte sogar auf 33 Grad. Der Donnerstag wird zwar unwesentlich kühler, das Wetter schlägt mit Sturmböen zur Mittagszeit und Regen am Abend aber um. Der Freitag bringt bei Dauerregen nur noch 17 Grad.